Ansonsten, Handwerk, ne? ansonsten hast du ja natürlich einen Vertrag, einen mündlichen Vertrag mit ihnen. Und das ist jetzt ihr gutes Recht, dass sie es auch behalten können. Sie können ja weiter mit dem Geld arbeiten, wenn du so einen Vertrag. 2 Punkte, ich würfel da trotzdem mal gegen. Immerhin ist das ein Händler, auch wenn es ein maraskanischer Händler ist, aber. Nee, okay, passt. Dann gibt er dir die 700 Dukaten. 750. Na gut, die 750. Ja, hier. Ich lasse mich doch nicht über den Tisch ziehen, auch mit 2 Punkten. Während du ja, dann den Zimt verkauft hast und gerade die Taschen voller Geld, beziehungsweise ja, kleinere Edelsteine und ein paar wenige Dukaten, kommt ein Mann auf dich zu mit einem Falke auf der Schulter. Ah, bonjour, Monsieur. Ich bin Silem. Ich möchte gerne bei euch mitmachen. Ich habe gehört, dass ihr den einen oder anderen Steuermann braucht. Ich darf mich Französisch. vorstellen, ich bin ein Steuermann, wie gesagt, Silem mit dem Namen, und ich komme aus Güslik und ich kann euch tatsächlich auch noch eine Gehilfin von mir anbieten. Sie lernt gerade unter mir, aber sie ist sicherlich ganz gut. Alina Was für ein Sunya Zufall. Shania. Ich mache mich gerade wieder zurück zum Schiff, aber du kannst mich hier auf diesem Weg begleiten und mich von dich überzeugen. Oui, Monsieur, das werde ich tun. Wie Gut, auf wie gesagt, vielen mein Schiffen Name. hast du bisher gedient? Ich habe bisher auf 2 Schiffen gedient, aber eine lange Zeit. Vor allem an der großartigen Horasküste. Wir haben um die Zyklopeninsel haben wir viele Schiffe gesteuert. Und dort sind große Riffe und ihr müsstet es kennen. Monsieur, ich habe gehört, dass ihr Ja, an der mir. Seeschlacht. Es reicht. Ich kenne diese Stelle mehr als gut. Monsieur, ich habe Also davon ihr gehört. habt ja an der Seeschlacht teilgenommen. Oui, Monsieur. Was für eine Frega was für ein Schiff habt ihr gesteuert? Eine Chivone, mein Vorne? Herr. An vorderster Front oder eines der Unterstützungsschiffe? No, Monsieur. Wir waren keines der ersten, aber auch kein Unterstützungsschiff. Wir haben dem Feind in den Rücken gefallen. Sagt man so? Wenn jemand das schmälert, einmal die Augen und kann sich an gute Situationen zurückerinnern, Es wie war das ein passiert ist. großartiges Manöver, wie wir die Schiffe umgangen haben und den feindlichen Rotzenschüssen ausgewichen sind. Es war großartig. Wir haben sicherlich an Bord durch meine Steuerkünste 3 Schiffe versenkt. Ich hoffe, das führt zu keinem bösen Blut unter uns. Sagt man so? Sagt man so. Oui, Monsieur. Ich Und deine. hoffe, wenn es kein böses Blut unter uns gibt, dann seid ihr von meinen Künsten überzeugt. Und gemeinsam mit mir heuert auch der großartige mein Austier an, Arigio. Er deutet auf den Falken neben sich, mit einem kleinen Glöckchen dran. Ja, ich würfel meine Rachsuchtprobe. Ja, komm, wir brauchen Steuermänner und ich will mich jetzt nicht weit umhören. Das heißt, 16 schippe ich. Ich Sehr, beiße die sehr Zähne gut. zusammen. Sehr gut, Monsieur. Deine goldene Balestrina pocht an deinem Gürtel und fast würdest du ihn auf offener Straße erschießen oder ihm irgendwas vergiften für diesen Frevel, den er dem großartigen Alanfanischen Reich angetan hat. Aber ja, tatsächlich kommt er auch noch mit einer zweiten Steuerfrau. Damit könntest du den anderen Piraten von Bord schmeißen und wärst tatsächlich auch in der Gunst von Sylamin etwas höher, weil du endlich deine Aufgaben tust. Ja, ich Sehr unterhalte gut, mich. Monsieur. Ich freue mich darauf, mit Ihnen zu dienen. Sagt man so? Ja, das sagt man so. Nicht mit mir, sondern da ich über dich stehe, unter dir. Ich habe natürlich keine Befehlsgewalt, aber du hast mich zu respektieren. Oui, Monsieur, das werde ich tun. Kein böses Blut. Und wir haben eine Basaltfalls auf dem Schiff und mehrere Alanfaner. Ich würde dir raten, dass das die letzten Worte sind, die du über die Seeschlacht verloren hast. Oui, Außer die Monsieur. Kapitana fragt explizit danach. Oui, Monsieur, kein böses Blut. Nicht zwischen mir. Ich bin sehr zufrieden, wie dies alles getan ist. Und jeder kann die Seeschlacht nachlesen, wenn ihm danach beliebt. Und was soll das eigentlich mit dem Vogel auf deinen Arm? Er ist ein guter Freund von mir. Sagt man so?
Ja, scheiße nochmal, sagt man so. Kennst du einfache Sprachweisen nicht, oder wie? Monsieur, ich bin noch nicht lange in Thulamidenlande. Ich kann ein bisschen Thulamidisch, aber ich liebe das Horasreich. Horas triumphat. Ruhm und Ehre dem Horas. Ich sorge persönlich dafür, dass du eine Kapitäne-Kajüte neben unseren nun horasischen Magi Abelmir bewohnen darfst. Ich freue mich. Darf ich euch etwas von der großartigen Stadt Güslik erzählen? Nein. Also gut, dann ich freue mich, dass, er gibt dir die Hand, wir so sehr schnell zu einem guten Vertrag gekommen sind. Ich melde mich am besten bei eurer Kapitana und bei Abelmir Jamorenis. Wir haben miteinander keinen Vertrag. Ich habe die Bewerbung angenommen, werde sie weiterleiten und von meiner Seite aus hast du Erlaubnis, vor der Kapitana vorzusprechen. Sie oui, entscheidet. So großzügig. Ja, ich hab die Arme wieder hinterm Rücken verschränkt. Er knickt vor dir. Schau mir seine Hand noch einmal an, nick das ab und marschiere dann schnell einen Schritt aus weg. Ausgezeichnet. Ekelhafte Horasia. Der hat gewonnen. Gut, was möchtest du noch machen, außer Zimt, das Geld einstreichen? Ich möchte noch ein wenig in der Stadt verbringen. Mhm. Und zwar verschiedene Hotels schenken, aufsuchen. Und mit einem Aufwand von insgesamt 10 Dukaten in den kleineren Spielunken und Schenken werde ich eher mit Silbern hantieren. Aber dann in den höheren Hotels muss ich dann auf jeden Fall ein, zwei Dukaten spielen lassen. Ich möchte Informationen einholen, ob sich Marex hier irgendwo gezeigt hat. Ja, tatsächlich. In der Nähe des Hafens, nicht im Sultan Sebel, aber im Hotel Thulamidia. Ist sie da untergekommen? Da ist sie untergekommen. Sie wohnt da. Okay, ja dann merke ich mir das vor und verschiebe das Gespräch mal mit ihr auf einen weiteren Tag. Da muss ich mir noch ein paar Gedanken zu machen. Okay. Sonst die restlichen Tage werde ich mein Projekt dafür. Für Dukaten weißt du auch, dass sie im ersten Stock wohnt und man zeigt dir dann auch das Fenster. Ja, dann streiche ich mir 15 ab. Okay. Ja, ich werde die Abaletten und Abalon zusammenbauen und mich mit mir selbst beschäftigen, besser gesagt mit dem Jungen in meinem Kopf. Mhm. Denn ich möchte lernen, wie man sich ja schriftlich besser ausdrückt, meine Schreibweise verbessern und wie ich gut Handschriften von anderen nachmachen kann, besser Sachen fälschen. Genau, die Sonderfertigkeit fälsche. Okay, der Junge kann dir so sehr viel beibringen. Ja, 2-3 Stunden werde ich auch noch im Alchemielabor mit Serpentilio verbringen, sofern er denn die Zeit hat, um mir das Grundwissen an alchemischen Substanzen beizubringen. Der nimmt tatsächlich deine Hilfe sehr gut in Anspruch und wird dich vermutlich dafür einspannen, deine eigenen Gewandheitstränke zu machen. Ja, großartig. Also ich würde dir eher Sachen erhalten können und du musst mir sehr viel erklären. Ja, du musst ihn vermutlich mehr als einmal dazu bringen, ein wenig langsamer zu machen, damit du überhaupt verstehst, was vor sich geht. Denn er versucht irgendwie 33 Sachen gleichzeitig zu machen und es ist nicht von der Hand zu weisen, dass normale Leute vermutlich einen Laborassistenten bräuchten. Aber den bewilligt der Schatzmeister ja nicht, so du musst herhalten. Okay. Dann Frage an Thulamin. Möchtest du Silem einstellen? Ja, gerne. Er ist im Prinzip ein guter Steuermann. Das Einzige, was ihn eventuell nicht auszeichnet, ist seine Sprache. Ja, Thulamin interessiert sich noch ein bisschen für den Vogel, denkt ein bisschen an das Hühnchen, das wir an Bord haben und ja, stellt ihn ein. Okay. Ich würde Thulamin in dem Bezug noch einmal beraten können und ihn davor noch gefehlterweise eine halbe Stunde befragen, um seine seemännischen Begriffe und verschiedene Manöver abzufragen, also mit einer Seefahrtsprobe seine Qualität einschätzen. Also zu dem Zeitpunkt hätte ich sicher auch schon Habulgard und Efanora zugesagt, denn die Entscheidung, die fiel ja relativ schnell. Aber ich nehme gerne Diamantes Unterstützung an bei der Beurteilung der Fähigkeiten von diesem Typen. Ja, Seefahrt wäre gelungen, 15 Punkte über. Wie schätze ich den ein? Qualität 6. Okay, also der ist außerordentlich fähig. Dann leite ich das genauso weiter.
Auch missmutig. Weil ich den Horasiern das eigentlich nicht zugestehen will. sagt man so? Mais oui. Mais oui, monsieur. Gut, dann habt ihr nicht nur einen Steuermann, sondern auch noch eine Gehilfin. Wenn halt die See ruhig ist, dann wird sie übernehmen. Und wenn die See stürmt, dann kann er übernehmen. Oder aber jemand von euch. Aber zumindest habt ihr dann immer jemanden, der ausgeruht ist. Dann könnt ihr im Prinzip auch Riccio Coronares entlassen. Das war der letzte von den Sylla-Schwertern. Ihr könnt ihn natürlich auch behalten. Fangen wir Boltag, 7 Tage. Ja, ich würde gerne 2-mal den Zwingtanz und 1-mal den Stillstand in meinen Stab legen. Den Zwingtanz gegen MR12. Ich würfel jetzt 2-mal aus. Erste Mal gelingt. Beide Mal gelingt mit der Erschwernis nicht. Okay. Und dann den Stillstand ganz normal reinlegen. Das gelingt ohne Probleme. Gut. Dann würde ich gerne noch einen Erzgeist, allerdings nur einen entsprechenden elementaren Diener rufen und in meinen Schlangenring einladen für möglicherweise spätere Verwendung. Ein elementaren Geist, ja? Genau, kein als elementarer okay. Diener. Nein. Kann man elementaren Diener binden? Ich glaube nicht. Okay. Du kannst sie aber einladen. Diener sind genau wie Djinn und Meister, nehmen, dass sie den Dienst Bindung nehmen können. Gar kein Problem. Ich glaube, kannst sie nicht so lange binden. Ich glaube, also, du musst eine Nacht binden, maximal steht drin noch extra. Ja, ich kann sie aber einladen. Ja, wie gesagt, also bei einem elementaren Geist ist es auch kein Problem. Die sind ja auch so sehr viel da, dass das kein Ding ist. Djinn sind halt namhaft und dementsprechend auch launisch und. Richtig. Also, wie gesagt, wenn er Bock hat in meiner. Würfel die Probe, dann kommt der da auch rein. Ja. Also der Geist, der Elementargeist. Ja, wäre gelungen. Siehst du. Und gucken wir noch mit der. Ja, ist auch gelungen. Easy. Okay, super. Dann bin ich für die 7 Tage. Was ist das? So ein kleinen Wüstensand, den du vor der Stadttor von Kotium oder sowas eingesammelt hast? Richtig. Oder irgendwelche kleinen. Steine, die ich vom Hafenbecken aufgesammelt habe. Ja, Wüstensand, Elementargeist. Okay, sehr schön. Gut. Das passt zu 1001 Rausch. Aber ja. Ja, ich würde natürlich meine Projekte fertigstellen, soweit es geht. Wie auch den Elefanten und den Kampfhahn, den Metallscharen. Des Weiteren würde ich nochmal in der Woche auf den Bazar gehen und mir einen Stein Kristallzucker besorgen. Weil ich hatte mir ja in Al-Anfa 5 Steine gerösteten Kaffee und russischen Kaffee besorgt. Und würde ein neues Projekt anfangen, vielleicht probieren, eine Art, ich sag's in Anführungszeichen, Kaffeemaschine zu entwickeln. Also warum nicht erstmal okay. Die Animation Kaffeemühle? So als. Ja, nee, also eine Sache, die sozusagen den Kaffee malt, aufbrüht, muss man nicht Wasserfeuer rinschen, ist klar. Und mir dann dementsprechend Kaffee in ein Gefäß lässt. Du willst das horasreich beeindrucken, ja? Ja, nee, ich brauche eine Kaffeemaschine. Wenn ich Kaffee und Zucker brauche, eine Kaffeemaschine. Okay. Ich will Bell Hanker beeindrucken. Aber mir giert nach dem zweiten und dann, Studio. Und dann kannst du noch ernsthaft widersprechen, wenn Mondino ja Montanzi, der Hellsichtsmagier von der Sulman, dir sagt, dass du alles irgendwie kannst, aber nichts richtig? Ach, ich kann alles. Gut, ich glaube, du kannst die erste aventurische Kaffeemühle, Maschine, nennen wir sie Mühle, kannst du darstellen, ja. Genau. Also ich wollte erstmal die Entwurfskizze fertig machen und noch brauche ich nicht. Alles klar. Ja, ich glaube, das wäre es, was ich noch machen würde. Die meine Kabine dementsprechend umgestalten, wie ich es vorher angekündigt habe, mit Hilfe von Handwerkern von Bord oder aus Kontium, wie auch immer. Und damit hätte ich wahrscheinlich die Woche noch zu tun. Gut. Ist dein Hühnchen mittlerweile fertig? Ich vermute schon, ja. Gib mir mal eine Mechanikprobe. Okay. Je mehr Punkte, desto besser. Da ist auch jetzt nichts drin, ne? Kein Animatio oder ja, sowas? Ja, ist klar. Das ist nur rein die Grundmechanik ist da. Okay, es kann halt nach vorne laufen und es kann attackieren und parieren auf die 16. Okay. Aber es kann nicht zur Seite picken.
Ja, das würde ich halt anders regeln. Oh, ja, okay, also jetzt kann das nach vorne gehen und wenn es auf Widerstand trifft, dann pickt es halt mit einer Attacke 16. Mhm, okay. Gut. Dann zu Lamin, 7 Tage. Ja, ich mache das, was ich schon gesagt habe. Ich gehe zum Fex-Tempel, sage denen, dass ich Informationen kaufen möchte und setze auf meinen guten Ruf bei denen, dass sie mich nicht total über den Tisch ziehen. Und zwar gebe ich ihnen eine Liste mit unseren Bewerbern, also sowohl den Einzelpersonen bzw. Truppanführern als auch den Namen von den Einheiten und möchte, dass sie für mich sich informieren, ob da irgendwas Verdächtiges in puncto dämonische Umtriebe oder so wäre. Außerdem interessiert mich die Lage in Elburum, ob es da irgendwas Verdächtiges gibt. Insbesondere interessieren mich Informationen über Iphemia. Und zu guter Letzt interessiert mich noch, ob sie mir sagen können, ob in Kunchom derzeit ein Schüler des Marwan al-Nazar seine Dienste anbietet, der eventuell bereit wäre, uns zu begleiten. Du möchtest einen Leibwächter haben? Ja, einen Balayan. Alles klar. Sie nehmen die Liste entgegen und werden recherchieren zu den schwarzen Köchen aus Dobirach oder von Dobirach. Können sie dir nichts Genaues sagen, weil in der Wildermark viele Dokumente und vieles hören sagen Falsches. Das ist einfach ein sehr wildes Land und da muss man tatsächlich in Dobirach selbst nachfragen. Das dauert seine Zeit und man kann dir auch für das entsprechende Kleingeld zusichern, dass man in Dobirach nachfragen wird, was die schwarzen Köche eigentlich sind. Also man geht davon aus, dass das sehr kompetente Söldner sind, aber ob sie Verfehlungen der Götter gegenüber getan haben, können sie dir von dieser Position aus nicht erzählen. Das geht nicht. Okay, dann werde ich in dem Fall ablehnen, weil ich sage, dann ist es auch schon zu spät, weil ja. Wir nehmen die jetzt mit und wir werden es dann schon merken. Gut. Ansonsten Vor allem diese komische Frau würde mich interessieren, mit den Kanonen. Genau, Katapultmeisterin Isabel. Genau, wer ist die? Mit wem steht die in Kontakt? Von der hat man gehört, dass sie wohl eine relativ günstige, wohl auch beliebte Söldnerin war. Hat wohl auch mit dem einen oder anderen Piraten mal gedient. Wurde wohl aber auch immer wieder freigestellt. Sie hat auch keine richtigen Abschlusszeugnisse von den Kapitänen bekommen. Man wollte danach nicht mehr so wirklich über sie sprechen und war unangenehm pikiert. Die Fex-Kirche vermutet, dass sie unangemessen entweder blutsüchtig oder nach Blutrausch verlangt hatte, beziehungsweise dass sich dann eher in so etwas wie einer Pyromanie oder so etwas geäußert hat. Also die Kapitäne wollten, wie gesagt, echt nicht viel sagen. Aber sie zündet wohl wirklich gerne Dinge an. Und meistens die anderen Schiffe. Gut, dann frage ich mal nach, ob das ein Hinweis auf einen Dämonenpakt sein könnte. Aber das muss ich dann wahrscheinlich selber rausfinden. Also das ist auf alle Fälle. Also Dämonenpakte äußern sich auf alle Fälle so. Müsste man sie einfach in den nächsten Tempel schleifen. Am besten ist natürlich ein Ingrim-Tempel. Wenn sie nicht anfängt zu brennen oder zu bluten, dann sollte sie da wohl raus aus dem Schneider sein. Minderpakte können es natürlich immer sein. Da müsste man für das entsprechende Handgeld ihre Seele einmal auf den Minderpakt prüfen. Bietet man hier auch an. Das kostet aber. Könnte man die anbieten? Das wird auch unauffällig geschehen. Ja, also Minderpakt muss jetzt nicht sein. Aber das sind auf jeden Fall wertvolle Informationen, für die ich ihnen auch gerne, für die ich sie auch gerne bezahle. Gut, dann streicht euch mal bitte 50 Dukaten und sie können dir mitteilen, dass sie keinen Pakt hat. Gut. Sie ist keine Paktiererin. Gut, das beruhigt Sulamin schon mal. Und das mit diesem Leibwächter, da können Sie sich ruhig Zeit lassen. Da wäre es schön, wenn Sie ein Gespräch arrangieren, wenn wir aus Kuslik zurück sind.
Alles klar. Die Leibwächter sind selten. Man wird sich aber umhören für dich, eventuell auch fragen, ob die eventuell schon bei jemand anderem im Gespräch sind und ob die derzeit dann irgendwann auslaufen. Aber man wird dann Nachforschungen anstellen, ob so ein Balayan dann eben auch dir dienen würde. Ja, genau. Zulamin meint lächelnd. Naja, wenn es einfach wäre, hätte ich mich ja nicht an den Fex-Tempel wenden müssen. Ja. Und wenn das erledigt ist, ich würde in der Zeit natürlich auch noch mit Nitya auf das Begräbnis von Itilius gehen und ein paar Worte an seinem Grab sagen, denn er hat uns gut gedient und gerade das, was er für Aviander getan hat, naja, ist auch wirklich was, was gewürdigt werden sollte. Dann werde ich das mit Rafim mit der Rüstungsweihe machen, beziehungsweise auch meine Waffenweihe. Mhm. Ich habe mir das regeltechnisch angeschaut. Wollen wir das würfeln? Also wir machen das über Kreuz. Wir unterstützen uns gegenseitig, aber jeder weiht sein eigenes Zeug in seinem eigenen Tempel. Ja, können wir meinetwegen auch gerne einmal durchwürfeln. Während du ihr auf der Suche seid, vor allem zu Zulamin, jemand wird sich dann an dich wenden. Also die Fexkirche wird dann deine Anfrage des Balayans weiterleiten und nach zwei Tagen werden sich an Bord zwei Helden bei dir melden, die ja gerne mitmachen möchten. Und zwar Lutisana di Faldor. Das ist wohl eine Dame aus Punin, die ganz gerne bei euch mitmachen möchte. Ihre Qualifikation ist, sie ist ein Held. Und Kalfater, einfach nur Kalfater, ein Nostrier. Er wird nur anheuern, wenn ihr keine Andergaster an Bord habt, aber solltet ihr Interesse an einem Helden aus Nostria haben, dann würde er euch gerne begleiten. Er hat schon auf dem einen oder anderen Knüppeldeich Fischerdörfer gerettet und Brunnen gereinigt und so etwas. Sekunde, ich würde mir die gerne anschauen. Die sind auf der Kunchum-Karte, oder? Korrekt. Da dürfen auch gerne die anderen bei sein, wenn die auftauchen. Dann empfangen wir die vielleicht zur Offiziersbesprechung oder so. Haben wir sie dann? Lutisana di Faldor. Kalfater. Ja, okay, dann ich nehme an, dann stellen wir denen ein paar Fragen. Ja, so. Dann Offiziersbesprechung irgendwie zwei, drei Tage später. Und ja, dann könnt ihr euch erst einmal gemeinsam versammeln und die beiden warten dann draußen auf dem Deck, bis sie dann reingerufen werden. Oder auch nicht. So, ihr möchtet euch also gerne unserer Mission anschließen. Mit wem haben wir das Vergnügen? Hast du sie schon reingerufen oder wolltest du erstmal mit den Helden besprechen? Nee, die können gerne reinkommen, weil wir wissen ja noch gar nichts über die. Okay. Ich nehme an, wir waren bei der Besprechung und dann sind die halt aufgetaucht und wir haben sie reingelassen. Nun, ich bin Lutisana und nun, ich habe viel von euch gehört und würde ganz gerne mitmachen. Ich bin selber so eine Art Held. Okay, und was habt ihr jemals gemacht, vollbracht, getan? Ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, den Drachen Razzazor getötet oder den Heptarchen Xeran. Was habt ihr vorzuweisen? Also, ich war schon mal bei einer Fee in einer Globule und habe dort mit ihr verhandelt. Ich habe 5 Straßenräuber getötet. Ich habe eine Gleitmission für einen Bohrhorngeweihten gemacht. Ich habe 2 Katzen von einem Baum gerettet. Und ich würde jetzt ganz gerne zur See fahren, weil das etwas Neues ist. Oh, ihr kennt euch also mit Katzen aus. Wir haben hier auch ein paar Katzen. Guckt mal, das ist Janus, das ist Nottel und das ist Felixilius. Die sind ja hübsch. Ja, ich kenne mich gut mit Katzen aus. Ja, fantastisch, oder? Ja. Nicht wirklich. Ist das doch kein Einstellungskriterium, dass man sich mit Katzen auskennt? Nein, aber ich bin eine Heldin. Nun, das wäre zu überprüfen. Ob ihr Bauern rettet, das macht euch nicht zum Helden. Naja, aber irgendwie fängt doch jeder klein an. Was soll das denn jetzt? Das ist so ein bisschen von oben herab. Aber wir sind hier nicht an der Position, klein anzufangen. Wir segeln auf der blutigen See. Wir sollten jedem zumindest die Chance geben, sich zu bewähren. Wie sind denn Ihre Gehaltsvorstellungen? Naja, also als Söldner würde ich schon gerne 2 Silber bekommen. Naja,
Ich mache euch einen Vorschlag. Wir beide. Duell 1 gegen 1. Okay. Und dann gucken wir, ob ihr überlebt oder nicht. Okay, können wir machen. Mir gefällt ihr Mut. Das ist etwas, was ich... Ich bin für sie. Sie hat meine Stimme.